Alles voll. Ich brauche meinen Kaffee. Ich will laden. Ich will föhnen. Wir haben doch immer Strom. Dank der mobilen Stromversorgung von WCS. So, Philipp, guck mal, die Kollegen sind alle noch fleißig hier. Der kriegt noch jede Menge, da muss heute, glaube ich, alles fertig. Hier gehen wir sofort rein, habe ich einen Kühlschrank eingebaut. Da hinten sind sie auch fleißig dran. Ja, guck mal, hier haben wir den alten Kühlschrank, den haben wir jetzt schon raus. Dometic. Und wir haben drin jetzt einen guten Kompressorkühlschrank eingebaut, damit das Bier auch richtig kalt ist. So, da guck mal, hier ist er schon, haben wir den fertigen Kühlschrank. Er kühlt auch schon. Die Brause ist auch schon drin. Ja, hier mussten wir alles wieder rausholen und dann erstmal wieder von neu aufbauen. Weil man natürlich keinen Boden hat, keine Befestigung für den Kühlschrank. Da haben wir schöne Blenden überall hier oben hingemacht. Mit Belüftung und Display für den Kühlschrank. Seitlich habe ich Blenden gemacht, weil natürlich vorher nichts vorhanden ist. Da sah es alles ein bisschen anders aus. Ja, jetzt wieder bombenfest, sieht wieder gut aus und läuft. So, und hier haben wir den nächsten. Hier haben wir auch wieder einen Kompressorkühlschrank eingebaut. Der geht jetzt allerdings andersrum auf. Kann man auch ändern, den Anschlag. Ja, hier war ein bisschen mehr Arbeit, weil hier wirklich keine Wand winklig ist. Aber wir haben es geschafft. Und hier haben wir, der alte Backofen ist wieder reingekommen. Da mussten wir natürlich auch wieder einen Konstruktionsboden für herstellen, wo er drauf steht. Und wieder ordentlich befestigen, damit er nicht rauskommt. Ja, Display, einmal Kühlschrank einschalten. Dann läuft er. Und er kühlt wieder schön. Kann man eine schöne Temperatur alles einstellen. Ja, haben wir auch wieder Blenden für gemacht, angefertigt. So, ja, und wir sind im Moment echt nur Kühlschränke am Einbauen. Am Montag kommen die nächsten zwei. Ja, und dann geht's so weiter. Dann ein schönes Wochenende und Daumen hoch.